Zum letzten Mal in dieser Spielzeit schlugen im Schillerpark die Glocken in der Fußball-Landesliga Süd. Im letzten Spiel vor der Sommerpause begrüßte der SV Dessau 05 die Mannschaft von Eintracht Elster. Das letzte Mal stand Dirk Metzger an der Seitenlinie. Er hört auf als Trainer bei den 05ern. Unter die insgesamt 193 Zuschauer hatte sich auch Sascha Zacke gemischt. Er wird nächste Saison wieder in Schwarz-Weiß spielen. Dessau machte von Beginn an viel Druck. Drei Spiele hatten die 05er in dieser Saison auf eigenem Rasen verloren. Zum Abschied von Dirk Metzger sollte kein viertes dazukommen. Den Grundstein dazu legte in der 15-Minute Volker Nickels, der nach einer Hereingabe von Eschner vom Feder des Elsters Schlussmann Müller profitierte. Vom Treffer wachgerüttelt fand nun auch Elster besser in die Partie. Fabian Schlüter mit dem feinen Füßchen auf Markus Finke. Brzewski im Tor mit wenig Problemen. Probleme hatte dafür die Hintermannschaft der Gäste mit dem aggressiven Spiel der Dessauer, die Folge der Ballverlust und dann viel Platz im Mittelfeld für Benny Wojta. Der 30-Jährige lässt einen weiteren Gegenspieler stehen, zieht ab und trifft aus 25 Metern zum 2:0 für 05. Der Jubel bei den Zuschauern groß, die Spieler bedanken sich auf ihre Weise beim Trainer Dirk Metzger. Und Dessau versuchte nachzulegen. In der 37. Volker Nickels hellwach schnappt sich die Kugel und scheitert an Müller. In der 40. Spielminute die Gäste zum zweiten Mal vor dem Dessauer Tor. Brzewski faustet den Gegenspieler an. Der Ball spielt Flipper und landet von Billingshacke schlussendlich im Tor. Der überraschende Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit. Beinahe wäre sogar noch der Ausgleich gelungen. Wieder durch einen Freistoß, doch Dessau Schlussmann mit der Hand noch am Ball. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie zusehends. Beide Mannschaften nur noch selten in Strafraumnähe. Eintracht mit Fernschüssen, doch da fehlte es an der Präzision. Dessau hätte mit einem weiteren Treffer alles klar machen können. Von einem 3:1 hätte sich Elster wohl nicht erholt. Aber erst kann Eschner den Ball nicht kontrollieren. Und dann scheitert Nickels nach schöner Vorarbeit von Merkel an Eintrachts Schlussmann. Die letzte Chance im Spiel dann noch einmal für Elster. Nach langem Freistoß landet der Ball bei Finke. Kurze Drehung, doch Horn grätscht dazwischen. Dann war Schluss im Schillerpark. Dessau siegt 2:1. Überholt in der Tabelle sogar noch Farnstedt. Allerdings gewann auch Merseburg und so war es am Ende eben nur der zweite Platz. Dirk Metzger wird die Mannschaft in der nächsten Saison nicht mehr trainieren. Naja, sind natürlich. Ein bisschen gemischte Gefühle hat man schon, aber irgendwann ist ja auch mal alles vorbei und deswegen ist es erstmal so, dass man hier in ein paar Jahren versucht, was aufzubauen. Aber auch, denke ich mal, geschafft und die Mannschaft ist ja an sich so intakt. Es geht ja nicht, dass man, ich habe da nicht aufgehört, weil alles im Bach untergeht oder weil alles schlecht ist. Ich habe ja aus persönlichen Gründen mehr oder weniger aufgehört und ich denke mal, auch mit der Mannschaft kann man auch noch mehr erreichen und wie gesagt, die Mischgefühle sind immer noch bei, Herz wird immer bei, wir hüpfen bleiben. Tja, das war's. Metzger freut sich auf die Zeit mit seiner Familie, beide Söhne kicken. Am Samstag allerdings war er noch lange im Schillerpark zur Saisonabschlussfeier.